Donnerstag, 17.23 Uhr. Vertriebsleiter Markus Genert war unterwegs zu seinem letzten Termin an diesem Tag. In Gedanken schon bei der Präsentation verlässt ihn für den Bruchteil einer Sekunde die Konzentration. Er missachtet die Vorfahrt. Geschäftsführer Schlösser erfährt von dem Unfall. Mit seinen Verletzungen hat er Gott sei Dank Glück gehabt. Aber für uns fällt unser wichtigster Mitarbeiter für 4 Wochen aus. Der Sohn meiner Söhne muss morgen raus. Der muss montags, ja. Frau Kahn, danke. Ja, danke. Ja, Schlösser, ja? Die Druckmaschinen der Firma Megaprint laufen auch ohne den Vertriebsmann Genert. Im gesamten Betriebsablauf aber klafft eine große Lücke. Was wird jetzt mit dem Auftrag? Das Rechnungswesen der Firma ist für die Zeit seiner Abwesenheit lahmgelegt. Es fehlen Informationen. Und für technische Absprachen laufender Projekte ist normalerweise Markus Genert da. Sowohl für Kunden als auch für die Mitarbeiter des Hauses. Schlösser sieht eine Menge Probleme. Nun, das bedeutet für uns jede Menge Überstunden. Liefertermine können nicht eingehalten werden, eventueller Kundenverlust, schwebende Anfragen, der Rechnungsnachlauf. Also wie hoch letztendlich der finanzielle Schaden sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, dass wir diese Aufträge, die jetzt sehr wichtig sind, das sind 4 Stück, die unbedingt erledigt werden müssen. Das ist einmal für Hanse Kommunikation, zweitens für Schulz und Schulz und drittens für ABC Werbung. So, wenn wir das geschafft haben, den Kunden... Krisenstimmung macht sich breit bei Megaprint. Einige Wochen wird Markus gehen und noch fehlen. Für die Kollegen ist es nicht leicht, ihn zu ersetzen. Herr Gehnert hatte wie immer einen sehr vollen Terminkalender. Es wurde sehr häufig spät. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er unkonzentriert und übermüdet gewesen war. Hinzu kommt, dass wir einen sehr wichtigen Auftrag reinbekommen haben und der Kunde möglichst schon, wie üblich, gestern beliefert werden wollte. Doch ich glaube, dass das einen zusätzlichen Druck auf Herrn Gehnert ausgeübt hat. Seinen Schreibtisch sieht Alfred Schlösser jetzt seltener. So, das ist der abgenommene Entwurf von Krüger und Krüger. Ja. Gut, ja. Ist auch der Auftrag für die Firma Steinmeier zu retten. Ursprünglich wollte Markus Genert an seinem Unglückstag alles klar machen. Es geht um die Beschriftung des gesamten Fuhrparks. Das macht alles in allem einen Umsatz von 1,5 Millionen Mark. Bisher habe ich mir kaum Gedanken darüber gemacht, was für Konsequenzen der Unfall eines solch wichtigen Mitarbeiters für den gesamten Betrieb haben kann. Wenn der Unfall des Herrn Genert wirklich im Zusammenhang mit seinem Arbeitsstress steht, stelle ich mir als Arbeitgeber natürlich die Frage, wie kann ich das in Zukunft verhindern? Ach, Frau Kranich. Viele kritische Situationen im Straßenverkehr können durch praxisorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter vermieden werden. Diese Weiterbildungsmaßnahmen, diverse Trainingsprogramme sowie Informationsmedien bietet das BGDVR-Programm Sicherheit auf allen Wegen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat berät und entwickelt individuell für jedes Unternehmen ein betriebsspezifisches Konzept. Nutzen auch Sie dieses Angebot. Okay,